Du hast ja letztens ein Video gemacht mit dem Thema Esoterik, Spiritualität, diese neue Trend eben, von dem du warnen willst. Das ist ja was, was gerade so dieses Mindset-Thema sehr stark prägt. Und es ist natürlich die Frage, wie gehst du denn an das Mindset-Thema persönlich ran? Weil du musst ja auch irgendwo dran arbeiten, sonst wärst du ja nicht da, wo du jetzt bist. Aber was ist dein Take zum Mindset? Wie viel investierst du da zeitlich auch rein? Und wie gehst du das gesamte Konzept überhaupt an, wenn es eben nicht so spirituell, esoterisch abgedreht ist, sondern so ein bisschen bodenständiger sozusagen? Ja. Also zu Beginn habe ich mir ultra viel Input reingezogen. Ich hatte ja keinen Plan von Mindset oder sonst was oder Denkmustern etc. Das heißt, ich habe mir einfach nur Input gedrückt bis zum Umfallen von ganz vielen Menschen und habe halt versucht, so daraus meine Schlüsse im Prinzip mitzunehmen und verschiedene Arten zu denken, etwas wahrzunehmen und etwas zu bewerten, weil wir Menschen ja permanent immer nur am Bewerten sind, bewerten, auszuprobieren und zu schauen, womit fühle ich mich wohl, womit nicht. Und es gibt ein Selbstbild, das ist das Bild, was du von dir selber hast, und es gibt ein Fremdbild, das ist das Bild, was andere Menschen von dir haben. Und was ich probiere, ist, mein Selbst und mein Fremdbild relativ nah beieinander zu haben. Also ich möchte nicht einfach mein Ding durchziehen und alle anderen da draußen sagen, boah, das ist einfach ein dämliches Arschloch, mit dem kann man nichts zu tun haben und nicht leben. Und ich möchte aber auch nicht das Mindset und die Art und Weise, wie andere Menschen denken, zu meiner Realität machen, zu 100%. Deshalb irgendwo ist eine gewisse Balance zu bringen in bestimmten Punkten und natürlich auch dementsprechend das Umfeld dann immer wieder anzupassen, aber genauso mich auch weiterzuentwickeln, um eine Kongruenz zu kreieren. Das heißt, ich schaue immer nach Kongruenz. Und Kongruenz bedeutet im Prinzip, dass Dinge irgendwo zueinander passen, ja, dass etwas schlüssig ist einfach. Wenn ich dir sage, wir treffen uns um 10 Uhr und dir sage, hey, mein höchster Wert ist Pünktlichkeit und ich bin um 10.30 Uhr erst da und das passiert 3, 4, 5 Mal, dann denkst du dir, Nick ist nicht kongruent. Der sagt, Pünktlichkeit ist sein höchster Wert, aber der kommt dauernd zu spät. Und das ist dann etwas, was dich stutzig macht. Und was in dir dann ein anderes Fremdbild von mir kreiert, als mein Selbstbild von mir, wenn ich denke, ich bin pünktlich und das ist mein höchster Wert, obwohl ich es nie bin. Das heißt also, ich schaue für mich, dass ich immer kongruent bin, so gut es geht. Das heißt, dass ich die Dinge, die ich sage, lebe, vorlebe, vormache und auch umsetze und achte darauf auch sehr stark bei anderen Menschen. Das heißt, ich nehme andere Menschen auch am Kragen beziehungsweise schaue, dass ich ihnen mein Fremdbild mitgebe, wenn sie in meinem Umfeld sind und mich in irgendeiner Form beeinflussen, weil es nichts gibt, was mich mehr irritiert, stutzig macht und mein Vertrauen bricht beziehungsweise ankratzt, als mit jemandem zu tun zu haben, der nicht kongruent ist. Also der etwas sagt und behauptet und dem Ganzen hinten raus nicht folgt. Oder Menschen zu beobachten, wo ich der Meinung bin, und das ist auch nur meine bescheidene Meinung, dass sie total desillusioniert sind. Also dass sie einfach jenseits und fernab von jeglicher Realität ein Selbstbild aufgebaut haben von sich, was halt einfach irgendwo nicht passt und stimmt. Und das ist das, was ich halt auch versuche hinzukriegen, weißt du? Also das ist mein Take zu Mindset. Gerade jetzt. Ich hole mir noch Input, aber nur noch gezielten Input und ich verarbeite ihn mittlerweile auch anders. Nehme auch nicht mehr alles für bare Münze und so wie es ist, sondern schaue schon, dass ich mir meine eigenen Gedanken mache, weil ich mich ganz wohl fühle in der Art und Weise, wie ich aktuell denke, aber immer offen bin dafür, das aufzubrechen, was Neues zu probieren und zu tun, aber mir halt einfach Balance wünsche irgendwo, weißt du? Irgendwo auch mal so eine gewisse Ruhe und ein gewisses Angekommensein. In der Art und Weise, wie man denkt und halt nicht jedes Mal wie so ein Ping-Pong von links nach rechts hin und her zu klatschen und gar nicht mehr zu wissen, wo oben und unten ist, sondern nur noch mit wirklich Panikattacken und Unwohlsein und Anxiety rumzusitzen und zu sagen, boah, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, das ist einfach nur zu anstrengend. Und darauf habe ich ja halt gar keinen Bock. Weißt du, und so geht es aber einen Haufen Menschen, weil die für sich noch keine Balance gefunden haben irgendwo in der zwischen Selbst- und Fremdbild. So, weil die immer wieder, wenn die sich irgendwo wohlfühlen in ihrem Selbstbild, sich meistens wieder von dem Fremdbild anderer über sie komplett rausreißen lassen. Und die meisten anderen auch eher für ein Fremdbild leben, also etwas darzustellen, was andere in ihnen sehen oder sehen wollen, statt das, was sie eigentlich sein möchten, wo sie sind. Und dann sitzen sie alle da und sagen, ich suche mich gerade, ich bin mich am Finden und hast du nicht gesehen und ich finde das alles cool und alles gut. Aber komm halt mal klar. So komm halt mal klar in der Realität einfach. Weißt du, es kann doch nicht so schwer sein. Vorausgesetzt, dir ist jetzt nichts in deinem Leben passiert, was so gravierend schlimm war, dass,
dass es dich einfach belastet, weißt du? Wenn du einen Angehörigen in deinem Leben sterben sehen hast, wenn du im Krieg warst oder sonstige schlimme, wirklich schlimme Dinge passiert sind, die du hautnah erlebt hast oder an dir erlebt hast, so, und dann posttraumatische Belastungsstörungen oder sonst was hast, ist ein ganz anderes Seminar. Weißt du, was ich meine? So, okay, ich verstehe dich voll, du hast deine Themen so, fühl dich nicht angesprochen, bitte. Weißt du? Aber jemand, der mit, egal ob es mit einem Elternteil oder mit zwei Elternteilen aufwächst, der nie finanzielle Sorgen oder Nöte richtig zu spüren bekommen hat, der wohlbehütet aufgewachsen ist, zur Schule gegangen ist, sein Abi, sein Studium gemacht hat, Ausbildung, arbeiten geht oder sonst was und dann halt die boah, ich weiß nicht, ich lebe in Deutschland und ich weiß nicht, naja, sorry, wirklich, komm klar. Ich arbeite ja seit vielen Jahren mit den Jungs zusammen und muss sagen, dass ich wirklich stolz auf sie bin, was sie auf die Beine gestellt haben. Tolle Kunden, tolle Inhalte. Da komme ich auch gerne 200 Kilometer angefahren, um einen Vortrag zu halten, weil das ist es halt wert für die Jungs, für ihre Kunden einfach Mehrwerte zu schaffen. Und wenn es im Bereich Agentur irgendwen gibt, bei dem man es lernen kann, dann eben bei Nick, Erik. Und ja, freue mich aufs nächste Event.